weiter geht es. Let's play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Und wir haben in der letzten Folge die Ananas bekommen. Das heißt, wir können jetzt hier irgendwie weitermachen. Ich weiß noch nicht so genau, was genau, aber wie ihm auch sei. Yeah. So, als Frosch können wir glücklicherweise hier anscheinend unter Wasser atmen. Ist auch cool. Irgendwas ist noch hier. Ich weiß noch nicht, was. Okay. Ich kann hier nicht, hier ist es, so sag mal. Hier ist irgendwas. Irgendwie ein X. Aha, hier können wir irgendwas mit der Schlange machen. Jo. Willkommen zurück. Viel verpasst hast du nicht. Wir sind hier jetzt irgendwie bei den Piraten angekommen. Und wir müssen wohl eine Brühe machen, damit wir die Piraten hier wecken. Und ich bin hier irgendwie so vorhin so durchgerusht, sodass ich gar nicht so richtig mitbekommen konnte, was genau ich hier eigentlich gemacht habe. So, deswegen laufe ich hier auch nochmal ein bisschen Weg zurück. Ah. Na gut, okay. Es wurde nur hier der Tipp gegeben, dass wenn man rennt, dann kommt man schneller ans Ziel. Das ist aber relativ uninteressant an dieser Stelle. Gut. Das heißt, das nächste Rätsel bleibt nach wie vor irgendwo hier versteckt. Die Frage ist nur, wo genau? Nom. So. Kann ich hier als Schweinchen vielleicht eine Bombe legen? Okay, das war's nicht. Hätte ja klappen können. Woo. So, okay. Also auf der Seite ist es ist nichts. Das heißt vielleicht auf dieser Seite. Aha. Oh, hier ist eine Kiste. Die würde ich natürlich gerne haben. Okay, da komme ich so nicht hin. Aber ich, ich kann hier zumindest schon mal auf Schlange wechseln und Schlange macht. Piu, piu. Und hier noch. Und da komme ich nicht durch, weil es zu doll die Strömung ist. Luft, okay. Na komm. Okay, ich probier's einfach. Hä? The fuck? Okay, jetzt kommen hier komische Dinge ans Werk. Wechseln kann ich hier auch nicht. Okay, wieso auch immer hier so ein komischer Kram passiert ist. Ach so, das war der Grund. Okay, jetzt lassen wir uns hier hochtreiben. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Gehen wir hier runter, da lang, da lang. So, Sauerstoff brauchen wir immer wieder. Und so, nochmal. Wir haben jetzt irgendwo irgendwas gemacht. Glaube ich. Hm?
So, jetzt können wir planen. Ah, okay. Hab's verstanden. Das heißt, wir können jetzt hier lang düsen. Ne, hier lang nicht. Aber hier oben lang. So, jetzt werden wir hier wieder durchgespült. Da runter. Da lang, da lang, da lang. Und jetzt sind wir irgendwo. Aha. Hier haben wir eine Schriftrolle von Olli. Sehr gut. Und wo kommen wir jetzt hin? So, können wir noch irgendwie hier nach links oder so? Nee, das sieht irgendwie nicht danach aus. Ich würde mich ganz gerne da drüben zu der... Oh wei, das sieht schlecht aus gerade für uns. Ah, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's sehr gefährlich für uns. Das ging gerade nochmal gut. So, nochmal kurz. Die Frage ist nämlich, wie kommen wir jetzt da links lang? Ah, das ist doch praktisch. Mal kurz Luft schnappen. So, kommen wir jetzt zu der Kiste. Das sieht doch optimal aus. Da ist die Kiste. Oh. Jetzt muss ich mal eben schnell Frosch werden. Und öffnen wir. Was haben wir? Ah, perfekt. Wir haben für den Schweinebraten ein weiteres Rezept. Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt schon alles, was wir brauchen? Ich weiß es gerade nicht. Aber wenn ich mir das hier so angucke, glaube ich irgendwie nicht so richtig. Hier oben ist noch irgendwas. Dafür brauche ich aber den Löwen. Ah, mit Y. So. Hier brauche ich jetzt Froschi. Was war das denn jetzt gerade? The fuck? Was ist das denn für ein Rätsel? Okay. Nee. Hier hoch. So. Und höp. Und nochmal. Boah. Das ist eine miese Spielerei hier an der Stelle. Dafür, dass man hier nur ein paar Rezepte suchen möchte. Okay. Boah, wie gemein. Das ist... Also, ein paar Jump'n'Run-Rätsel sind schon hier nicht ohne, muss ich gestehen. Na, komm, ich will hier hochspringen. Was war das denn gerade? Also, irgendwie macht das Spiel oder mein Computer hier gerade komische Dinge. Dabei sah es diesmal gar nicht so schlecht aus. Nochmal. Höp. 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 Nein! Und höp. 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 Boah. Ihr habt es ganz genau gesehen, ich habe getroffen.
Endlich. Und, ah, seht ihr, es gab nämlich doch noch ein Rezept, was ich suchen musste. Ah, perfekt. Jetzt bin ich hier, um das Rezept zu liefern. Jetzt muss ich aber ein Schwein werden, damit das funktioniert. Etwas fehlt noch. Am besten prüfe ich die Zutaten. Moment. Ich habe doch alles, oder nicht? So. Also. Ah. 1, 2, 3. Check. Und meine Wenigkeit fehlt noch. Hm. Etwas fehlt. Am besten prüfe ich nochmal die Rezeptur. Rezept für Schweine. Finde ein köstliches Schwein. Ich. Und lege das in mit Apfelbeeren, eine Ananas und eine Rübe in Wasser ein. Anschließend lässt du es köcheln bis ein leckeres Gericht. Vielleicht muss ich hier noch Feuer drauf packen. So. Ah, okay. Mit dem Duft muss ich jetzt zu ihm rüber. Schweinebraten-Eintopf. Es wird Zeit, dass du meine Essenslieferung... Wahr, du lebst! Tut mir leid, aber ich bin nicht zum Essen da. Was ist mit deinem Schiff passiert? Ein furchtbares Geisterschiff hat mich und meine Mannschaft verfolgt. Dabei bin ich hier auf Grund gelaufen. Und weil ich auf der Flucht andauernd den wilden Kurs ändern musste, sind leider alle über Bord gegangen. Glaubst du, dass deine Mannschaft noch da draußen ist? Na klar! Die können alle gut schwimmen, besonders der Captain Schwarzhauer. Wenn ich doch nur nicht unsere Flagge an Bord gelassen hätte, wäre sie hier bei mir, wenn sie die den alten Percy sofort finden. Aber leider kommt man jetzt nur noch unter Wasser in das Schiff hinein. Und dieses verdammte Holzbein zieht mich immer an die Oberfläche. Ich hole sie dir. Du hast ein Herz aus Gold. Danke. Hier nimm diese bewährte Piratenbombe mit, damit du dir den Weg zu meinem Schiff reinmachst. Ah, okay. Und mit dieser Bombe kann ich dann ganz, ganz sicher diesen einen Weg freimachen. Ich wechsle gleich mal wieder auf Froschi. Und irgendwo hier müsste doch eigentlich... Könnte es sein, dass ich nochmal meine Lebenspunkte auffüllen könnte? Das wäre spitzenmäßig. Und zwar für gratis, nicht für den Sucherpreis da drüben. Ich glaube hier drüben, oder? War das nicht hier? War nicht hier irgendwo nochmal? Eine Möglichkeit oder so? Bin mir gerade nicht sicher. Nee, sieht nicht danach aus. Das ist doof. Na gut. Dann runter mit uns. Zurück. Ins kühle Nass. Mal ganz kurz gucken, wie viel von diesen Zaubern ich eigentlich noch habe. Oh, von den Dingern hatte ich keins mehr. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ja, komm, füllen wir einfach mal alles auf hier. Was soll's. So, jetzt hätte ich nur nochmal ganz gerne volle Lebenspunkte. Dann wäre alles richtig geil. Ach, da war. Seht ihr mal. So, gespeichert und Karte aktualisiert. Wir können jetzt hier irgendwie nach unten. Genau. Genau das können wir. Schlupp. Woo. Meine Güte, bin ich schnell unterwegs unter Wasser. Miau. Na komm her. Geht doch. Hä? Okay. Jetzt können wir die Bombe legen. Oh weia. Nichts wie weg hier. Ui. So. Und der Weg ist frei. Ab nach unten. Ich dachte mir schon sowas, als ich die als ich hier rein bin. Wie hat denn das geschafft, dieses Schiff so tief unter Wasser zu bringen? Pattsituation. So, runter.
Noch mehr Bomben. So, hier gibt es was, aber da komme ich nicht durch. Oh wei. Schnell hier hoch. Und jetzt hier runter. Wow. Hier ist noch irgendwas. Okay. Keine Ahnung, wo mich das hinführt. Aber ich düse dann doch erstmal hier runter. So. Schon leicht unheimlich hier. Hä? Wie habe ich denn das geschafft? Ach so. Drei Bomben ergeben eine große Explosion. Und so hat es mich zerlegt. Oh. Das sieht nicht gut aus. Wow, 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 wow. Bleibt mal geschmeidig, Freunde. So, was ist jetzt davon? Ist hier unten noch irgendwas? Wow. Ich würde ganz gerne nochmal, bevor ich hier weiter rumlaufe, nochmal ganz gerne gucken, weil hier geht es ja wohl eindeutig zu einer Truhe. Nein, 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 nein. Vorsichtig bitte. So, was haben wir denn hier? Ha, ein Rubin. Mit dem ich meine Ausrüstung verstärken könnte, wenn ich wollte. Aber ehrlich gesagt, bin ich hier zu munter unterwegs. So, das heißt, wir müssen hier doch run. Wow, 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 wow. Ihr hässlichen kleinen Mistviecher. Die macht mir das Leben echt nicht leicht. Ja, es war klar. So, das war nämlich genau die Größe von drei Bomben. So, auch wenn mir diese Bomben hier gerade überhaupt nichts bringen. Puh. Okay, wunderbar. Hier ist sowas wie ein Safe Spot. Schon mal ganz praktisch. Das Ding kann ich mit den... Kann ich als Schlange anpusten. Mache ich doch, glaube ich, auch gleich mal. Und irgendwie ein bisschen ätzend hier dieser Wechsel. Mit verschiedenen Farben und dann mal zur Schlange wechseln und dann anspucken und dann wieder auf den wechseln und dann wieder zur Schlange wechseln und pup. So. Es muss doch eigentlich irgendwas passiert sein. Theoretisch. So, jetzt habe ich hier drei Punkte. Okay, oder auch nicht. Ö. So, vielleicht gibt es hier auf der anderen Seite nochmal irgendwas, was ich machen muss, damit das funktioniert. Was habe ich hier? Aha. Gibt es auch irgendwie rein? Oh,
Hier gibt es nur ganz viel Geld. Dann noch ein bisschen Feuer. So, hier muss ich wieder Schlange werden. So, und... auf die Art und Weise... scheint das hier zu funktionieren. Sabba! Das war jetzt irgendwie gefährlich hier. Okay. Ne, der Weg ist hier nach unten anscheinend. Da komme ich so nicht lang. Das heißt, ich muss hier erstmal ganz kurz Luft holen. Dann hier runter. Bom, 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 bom. Und Sabba. Schön, damit hat das hier auch geklappt. Wonderful. Jetzt bin ich ein bisschen am überlegen, wo wir jetzt weiter müssen. Da unten gibt es noch was. Und zwar eine Notenrolle. Die will ich natürlich direkt mitnehmen. Denn die gehört Olli. Diese Notenrolle, das ist gut. Aber hier muss es noch mehr geben. Außer Secret. So, dich habe ich. Ey. Kommt man so an, du? So, weiter unten. Ich hasse Wasserlevel, ne? Also, so richtig. Okay, das ist eine Sackgasse hier. Okay. Also hier fehlt auf jeden Fall noch irgendwas und irgendwie sagt er mir, dass man hier noch weiter nach rechts kann. Das macht die Sache auch ein bisschen seltsam in meinen Augen. Ich weiß nicht, ob der mir dann sagt, ob mir das sagen soll, wir müssen hier weiter als Schlange durch die Gegend laufen. Ich probier's einfach. Ich hoffe, dass ich dabei nicht unbedingt sterbe. So. Den Weg haben wir. Hier ist noch ein Weg. Hey. So. Und hier geht's auch noch irgendwie weiter. Können wir uns zumindest wieder als Frosch bewegen. Ach, es ist wieder so ein Ding. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Glück gehabt. In der richtigen Reihenfolge gedrückt. Aber als Schlange kann ich hier sonst... Doch, als Schlange kann ich hier auch irgendwas machen. Nee, kann ich nicht. Na gut, Versuch was wert. Oh, hier ist noch eine Tür. Da gehen wir doch mal rein. Gucken. Ah. Gut, dass ich nochmal rein bin.
denn? Ring. Jetzt haben wir hier diesen Weg. Dieser Weg ist, glaube ich, nur als Abkürzung gedacht oder so. Denn hier geht es weiter. Sehr schön. Spiel gespeichert. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Auf jeden Fall Strömung. Das ist nicht zu knapp. I. Das ist einer von diesen hässlichen Fischen. Diese Jellyfische nicht. Sondern, ach, keine Ahnung. Ich finde die auf jeden Fall potthässlich. Irgendwas sagt mir, dass ich den mittleren hätte gehen sollen. Na, fuck. Okay. Denn da unten ist immer noch eine Kiste. Und die will ich tatsächlich haben. So. Hab ich sie auch. Dicke Kohle. Und hinauf. Da entlang. Wo wir lang müssen anscheinend. Okay. Hier lang. Ich würde erstmal den Weg nehmen. Okay. Zieht es uns natürlich ganz zurück. Okay. Trial and Error heißt es hier. Dann nehmen wir erstmal den Weg. Haha. Eine Kiste mit gar nicht mal so wenig Geld. Die Bomben. So. Wunderbar. Das sieht ja so aus, als ob wir hier den... Ach, verdammt. Okay, wir müssen auch den anderen Weg nochmal gehen. Einfach, weil wir hier... Genau. Genau hier an zweiter Stelle. Ach, dammit. Wie war das Y war? Schnabulieren. Schnomm. Schnomm. Und Schnomm. Kiste! Wir bekommen? Ah, ein Schlüssel. Sehr schön. Das heißt, wir hätten ihn so oder so gebraucht. Damit gelangst du in das Piratenschiff, das Percy auf dem Strand, auf den Strand gesetzt hat. So. Hey. Ah, okay. Verstehe. Gleich dreht sich dieses Schiff um. Und wir können dann da durch. So ist das vermutlich gedacht. Dass wir jetzt hier lang gehen, kommen wir... Ah, okay. Kommen wir hier hin. Können das Ding ans Brain. Und haben einen Weg freigeschaltet. Mit dem wir wieder nach oben zu Percy kommen. Herrlich. Life Points sind wieder aufgefüllt. So, der Dude ist immer noch wach. Das ist schön. Wir holen uns jetzt nochmal eine von diesen schönen Tränken. Damit wir uns auch die Lebenspunkte auffüllen lassen können. Ding. Wunderbar. So. Hier drüben ist noch ein Secret. Ah, klar. Das ist klar, dass da noch ein Secret ist. Denn da kamen wir noch nicht hin. Weil das war das Startgebiet. Da sind wir runtergefallen und sind dann irgendwie ganz schnell, ganz dolle im Wasser gelandet. So. Aber dann sprechen wir doch mal. Du hast die Flagge nicht gefunden? Bitte sieh doch nochmal in dem Frack nach, ja? Aber ich dachte, darum geht es hier. Ist das nicht das Wrack? Wo muss ich denn jetzt hin? Da unten. Aber ist doch richtig so. Ah, Moment. Vielleicht war das der Witz an der ganzen Sache. Man muss hier zwar hoch,
Man muss aber als Schlange unterwegs sein. Okay, dann halt nicht. Als Löwe? Nee. Als Frosch. Ah. Ganz, ganz seltsam hier gerade. Es muss irgendwie hier noch eine Möglichkeit geben, das Schiff zu drehen oder so. Also von da sind wir ja gekommen. Gib mir das! Hm. Okay, Blade? Oder war das hier drüben irgendwas? Dass wir da quasi rüberrennen müssen. So, und bam bam bam. Nee, das war das hier mit den Seelen. Na, wieder zurück. Wo ist denn hier jetzt? Okay, bekommen wir zumindest ganz schön viele Punkte. Aber wo ist denn hier jetzt das Schiff? Okay, das suchen wir in der nächsten Folge. Hier gibt es jetzt erstmal einen kleinen Cut. Bis zur nächsten Folge. Bye bye.